Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. You must build a boat. Du musst ein Boot bauen. Von 88 Games, die auch 10 Millionen gemacht haben. Das Spiel habe ich echt geliebt. Und Photographs, das kenne ich gar nicht. Das Spiel hat mir halbe Welt geschenkt im Neujahrs... Nicht Neujahrsstream, im Jahresendstream am 31.12. Zusätzlich mit 22 anderen Spielen, die ihr mir netterweise gekauft hat. Und You Must Build a Boat muss ich gleich let's playen. Direkt im Anschluss nach diesem Stream habe ich dieses Spiel angefangen. Und wir gucken uns das mal an. Wir starten. Es gibt es auf Deutsch. Ja, ihr seht, das ist ja Deutsch. Also, ihr seht es gleich. In diesem Ding können wir das Meer aber nicht überqueren. Das sind Gegner eigentlich, ne? Wir müssen ein größeres Boot bauen. Wie wäre es mit einem Lauf, um Mannschaftsmitglieder zu finden? Gefahr 80, Qualität 100. Ein einfacher Schritt, das Spiel erlernen. Lauf starten. Und dieser Sound. Und wir haben halt die Aufgaben. Ein Monster, ne? Immer mehrere... Also wie so ein Three-Match-Game. Um Monster zu bezwingen, müssen wir blaue Schwerter... Schwertfelder kombinieren. Cool, aber was, wenn wir nichts zum Kombinieren finden? In diesem Spiel ist es auch sehr wichtig, schnell zu sein. Also können wir andere Dinge kombinieren, um Platz zu schaffen? Du hast es erfasst. Rote Stabfelder fügen Monstern auch Schaden zu. Bam. Oh, diese Kettenreaktion ist immer schön. Bam. 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 Mh, lecker, delicious. Oh, und hier brauchen wir Kisten. Oh, ein Schatz, genau mein Ding. Grüne Schlüsselfelder schließen Truhen auf. Klack, klack. 5 Gold haben wir wieder bekommen. War in der Kiste scheinbar enthalten. Und wir können uns gleich schon mal ein paar Gedanken drüber machen. Oh, nochmal. Sag mal, wie lange geht denn so, das so weiter? Endlos lange, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Irgendwann sterben wir einfach. Wenn Monster uns treffen oder wir zu langsam sind, purzeln wir aus dem Bildschirm nach links. Verstehe. Und da zieht es das so lange wie möglich durchzuhalten. So, wir brauchen ein paar... Aua, mich hat da jemand was angegriffen. Klack. Und wir haben hier Bam. Oh, wir sind ausgewichen. Nice. Piss dich, du Schlange. 4 in einer Reihe. Oh, es ist noch nicht tot. Bam. Und irgendwann verlieren wir aber auch zwangsweise, weil wir einfach nicht mehr sammeln können. Ja. Irgendwann ist es einfach so. Irgendwann passiert es auch dem Besten. Was ist das eigentlich? Achso, das ist Fleisch, oder? Knack, hier haben wir sogar eine Vierer. Ja, Viererketten sind ein bisschen mehr wert. Ja, wir brauchen noch einen Schlüssel. Wie ihr seht, bedauerlicherweise muss ich... Und da. Klack! Jet! Ich habe einen Jet bekommen. Ist immer gut, so einen Jet zu haben. Das ist übrigens der Drache. Meistens bedeutet der Drache immer das Ende. Läutet das Ende ein. Wenn wir ihn besiegen können, wäre schön. Kriegen wir ein bisschen mehr Loot. Meistens so, dass wir keine Chance gegen den Drachen haben. Und der uns einfach mal niederstreckt. Das ist dann grundsätzlich immer das Ende. Wie ich es gerade schon sagte. Ah, wir haben ihn gekillt. Nice. Kriegen wir ein bisschen extra Gold dafür. Aber... Doppelchance. Ach, gekillt. Du Lutscher. Noch mehr Schlüssel. 2 Schlüssel. Goldstaub. Das Spiel erlernen, ne? Wir haben es eigentlich schon geschafft. Ich kann uns auch besiegen lassen, aber ich bin ja so einer, erkennt mich, ja? Bin ja ehrgeizig. Ah, no, no. Ah, noch nicht besiegt. Ah, geil. Wir sammeln halt so immer weitere Ressourcen, ne? Knack, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Das war's. Haben wir gewonnen? In diesem Spiel kann man nicht verlieren. Immer wenn wir einen Lauf beenden, geht's wieder nach Hause und wir kommen schneller und stärker zurück. Belohnung kassieren.
Da bist du ja endlich. Komm zu Stan, wenn du dein Schwert aufwerten willst. Zu Stan Marsh aus South Park. You must build a boat. So, ne, wir sind die Person, die schläft. Willkommen bei Stan. Welche Aufwertung darf es denn sein? Maximaler Schaden plus, Chance auf Crit plus, minimaler Schaden plus, minimaler Schaden und beides dazu. Maximaler Schaden und Chance auf Crit machen wir mal. Wir haben 43 Golden jetzt nur noch. 4 bis 6 Schaden, 0,3% Chance auf kritisch. Achso. 0 bis 1 Schaden mehr dazu und 0,2%. Also 0 bis 1, ja, ist richtig. Darf es sonst noch etwas sein? Derzeit nicht, danke. Kämpfe wieder. Quest hinzufügen. Quest hinzufügen. Gefahr 90 und ein Item benutzen, besiege ein Pharao. Qualität 140. Los geht's zum nächsten Lauf. Wir werden uns noch zeigen, wie man ein Item benutzen kann, wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hey, da ist etwas in diesem Kistenfeld. Ah, guck mal, das sind Kisten. Kistenfelder können Items enthalten. Interessant, ich dachte, das wäre einfach nur Müll gewesen. Die machen alles Mögliche. Klick mal auf dieses hier, wenn du ein Monster siehst. Oh, wenn ich ein Monster sehe. Ja, sorry. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder Kisten bauen. Ja, manchmal muss man einfach ein bisschen raten. Eine Steckrübe. Aber wo ist die Steckrübe? Ich habe sie nicht bekommen, oder? Man muss einfach so ein bisschen hier, ja, bisschen Rätselraten machen. Ups. Doppelkombi, aber immer noch kein Item. Besiege einen Pharao, muss ich auch noch machen. Bam. Bam. Machen wir wieder eine Kiste. Danke. Kochbuch. Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind. Neulich tot. Wir machen dann immer mehr Schaden, je weiter uns wir aufrüsten. Und wenn das Spiel schon sagt, man kann hier nicht verlieren. Verlierst du, fängst du einfach stärker wieder von vorne an. Ich hätte ganz gerne mal wieder ein Item, aber irgendwie kriege ich hier keins mehr, ne? Da ist ein Bogen. Piu! Atombombe! Nice. Wer ist noch mit dem Pharao? Muss ich mich auch noch killen? Oh. Sorry, sorry, Kettenreaktion. Ah. Piu! Atomexplosion! Ich hätte warten sollen damit, bis ich. Na egal. Doppelkombi. Er ist ein goldenes Schloss. 20, 29 Steckrüben. Was bringen mir die Steckrüben? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich liebe diese Kombinationen. Die einfach alle hier runterfallen. Oh, ein Drache. Ist das ein Pharao? Oh, eine Tomate. Die wird mich wahrscheinlich wieder an den Anfang bringen. Oh Gott, ey. Schlecht. Ultra schlecht. Gibt's grad nix. Nom 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 nom. Das ist leider sehr schlecht gewesen, der Kampf. Na, wir können noch ein bisschen nix sammeln, okay. Oh, ich habe Pharao schon besiegt, scheinbar. Witzig. Willkommen, was bekommen wir dafür?
Mumie, Fang abgeschlossen. 30 Gold geben wir dafür. Wir kennen also Belohnungen in Form von Items oder Gold. Oh, das ist der Pharao. 35 Gold dafür. Sind die jetzt bei mir zu Hause? Nö, sind sie nicht. Das habe ich nicht mal, diesen komischen Staub. Minimaler Schaden dazu. Von 4 auf 7 auf 5 bis 7. 124 brauche ich dafür. Beim nächsten Mal dann. Quest hinzufügen. Lade ein Schild maximal auf erreiche Pyramide 2. Los geht's. Schwere Truhen. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ein Debuff, dass die Truhen alle schwerer sind und wir mehr Schlüssel brauchen. Oh, der Sound. Hört ihr das? Was ist das? Was da so groß leuchtet? Ach, leck mich doch. Durch Kombinieren von blau-grünen Schildfeldern erzeugen wir einen Schild. Wenn wir ein Schild tragen, können uns Monster nicht mehr zurückstoßen. Klingt nützlich. Jetzt habe ich dummerweise meine ganze schöne Kombi für die Kiste verschwendet. Ist es auch. Und sie lassen sich toll kombinieren, um Platz für Schwerter, Stäbe und Schlüssel zu schaffen. Oh doch, hat er gemacht. Hat es gemerkt. Sehr schön. Das ist übrigens ein Pharao, glaube ich. Wir müssen sein Schild maximal aufladen. Wir nehmen sie alle auseinander. Brauchen wir mehr Schild, ne? Wir müssen den Schild maximal aufladen, kriegen wir irgendwann hin. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Schild schon maximal aufgeladen haben. Ich bin aber weiter. Es passiert eh alles irgendwann, automatisch. Bin tot, ja. Na, wieder eine Kiste. Gut gemacht. Wenn wir lang genug durchhalten, kommen wir in den nächsten Abschnitt des Laufs. Je weiter wir kommen, desto schwerer wird ein Lauf. Ist das schlimm? Es wird zwar schwerer, aber die Belohnungen werden auch deutlich besser. Hört sich gut an, dann mal los. Pyramide 2, schwere Truhen und mehr Monster. Darüber freue ich mich doch immer wieder. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein paar Schüsse mitnehmen, ein bisschen Platz machen hier. Ein bisschen Schaden machen, pipapo, dies, das, jenes. Ich habe leider kein Schild oder kein... Da ist eine Domate. Geht jetzt ein bisschen weiter zurück. Hat er verloren. Lade ein Schild maximal auf, haben wir gemacht. Und erreiche Pyramide 2, gibt es eine neue Einheit. Den Erforscher scheinbar. Hm? Knack das Ding auf. Was kommt daraus? Ein Drache. Dafür kriegen wir 42 Gold. Der kann bestimmt meine Magie verbessern. Ich bin Woodward. Freut mich sehr. Meine Leidenschaft fürs Lernen ist grenzenlos. Ich zeichne alles auf, was dir auf deinen Reisen so widerfährt. Okay, jetzt haben wir auch hier die Möglichkeit, das hier zu bekommen, diesen Staub. Monsteranalyse Mumie, anfällig gegen körperliche Angriffe, anfällig gegen Feuer, danke sehr. Sind Fernkämpfer, eine Natter, ein Pharao, anfällig gegen Magie, liebt Gold. Widersteht körperlichen Angriffen, widersteht Magie. Also einfach nur draufballern, muss man da drauf. Schwere Truhen. Truhen in schweren Truhenverliesen haben ein Schloss mehr. In Verliesen mit mehr Monster gibt es deutlich mehr Monster. Mehr Monster. Ein Pfeil. Richtet beim anvisierten Monster körperlichen Schaden an. Für mehr Energie essen. Witzig. Wir brauchen aber noch... Ne, ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 fehlt hier zum Beispiel. Okay, dann werden wir das Anfangsding aufrüsten. Minimaler Schaden, maximaler Schaden, Chance auf Crit aufwerten. 6 bis 8 und 0,9% Chance auf Crit. Nice.
Chance auf automatischen Gegenangriff. Sehr hübsch. Okay. Ah, ich warte noch nicht. Alle Quests abgeschlossen. Oh no. Sail away, sail away. Wir fahren weiter. Ein Achievement gerade erhalten. Rekrutierte Monster 2. Masten 0. Segel 0. Ostwind 0. 14 Minuten haben wir gebraucht. Und es geht dann weiter hier. Im Sumpf. Wir gehen ja rückwärts. Die Strömung, hm? Die Strömung hier ist zu stark. Wir müssen unsere Mannschaft vergrößern. Machen wir. Aber meine Lieben, Freunde, erst in der nächsten Folge. Das war's gewesen mit der ersten Folge zu We Must Build a Boat. Wir bauen ein Boot von einer kleinen Nussschale. Zu so einem Boot sind wir schon gekommen. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.